Das ist schön, das ist eine schöne Anekdote. Das fand ich jetzt witzig. Lustig. Und eine Stichraupe als nächstes. Hey, wir Elfen sind einfach geil, Laguna, weißt du doch. Aber witzig, dass sie sich darauf geeinigt haben, dass wir die Elfen sind. Nettes kleines Detail, finde ich. Na gut. Wir werden uns bestimmt irgendwann hier mal begegnen, wenn Laguna hier weiter bleibt. Ich weiß gar nicht mehr, ob man ihn überhaupt treffen kann. Na, ist ja egal. Hey, Laguna. Spielst du täglich dieses Patrouillenspielchen? Was meinst du mit Spielchen? Wolltest du nicht mal ein weltberühmter Journalist werden? Du kennst bestimmt die Timber Maniacs. Ich habe den Chefredakteur gesprochen. Sie würden jederzeit einen Reporter einstellen, der um die Welt reist. Das ist großartig! Wir sollten mal hingehen. Ja, ja, klar. Er klingt irgendwie nicht so überzeugt, oder habe ich es falsch vorgelesen? Man weiß es nicht, man munkelt nur. Zum Glück könnt ihr nicht sehen, wie ich hier gerade mit meinem Kopf bei der Musik wackel. Wäre peinlich. Sehr peinlich. Ich muss mich kurz umsetzen. Gut, ist jetzt gerade Kampfsituation, da ist das jetzt nicht so nicht so relevant, wie ich es jetzt. Angriff. Mach die kaputt, die Säcke. Ich trinke kurz einen Schluck. So, jetzt können wir. Sonst kann ich einfach diese Taste hier drücken. Na 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 voll die geile Musik immer noch. So. Wann kommen wir denn jetzt hier endlich aus dem Bild raus? Ich geh mal. Ich kann doch noch ein bisschen bleiben, oder? Willst du hier noch recherchieren? Über das Dorf könntest du viel schreiben. Scheint nett zu sein. Nein, nicht hier. Ich will nicht über das Dorf berichten. Ich meine, es soll doch keine Touristenstadt werden, oder? Du wirst wohl Rain beschützen. Laguna, du hast dich verändert. Da, Monster! Nein, ich will da nicht lang. Nö. Ich will da unten gucken. Mich juckt an der Nase. Ich sollte nicht gleichzeitig sprechen, wenn ich mich an der Nase kratze. Oder mir die Nase zuhalte. Und auch die drei Grattler machen wir mal schnell kaputt. Klatschi, Patschi. Ja. Gut. Ich werde mich jetzt jeglichen Kommentares bezüglich meiner Wortwahl enthalten. Jetzt hat's aber gerade richtig geleckt. Alter, was ist denn heute verkehrt? Ich will jetzt eigentlich nicht schon wieder eine Aufnahmepause oder Aufnahmeunterbrechung machen, um nachzugucken, warum es ruckelt. Ich hoffe, das hört jetzt auch recht bald auf wieder. Mein PC extra neu gestartet, bevor ich aufgenommen habe. Komisch. Jetzt war den ganzen Tag schon so ein bisschen komisch drauf, mein PC. Aber aufnehmen muss man trotzdem. Da haben wir nochmal 5-mal Saugen bekommen, ganz toll. Was ist hier unten? Hier geht's lang. Okay. Ach ja. Interessant, dass man hier lang kommt. So, ja. Nochmal Monsterchens und nur eine kleine Stichraupe oder Stichraupe, irgendwie sowas. Wäre mal interessant zu wissen, wer von euch schon Final Fantasy gespielt hat und wenn ja, welche. Würde mich mal interessieren. Ich weiß nicht, habe ich das nicht schon mal gefragt? Egal. So.
So. Ich habe ja eigentlich immer 30 Frames, aber irgendwie ruckelt das gerade. Kann man da hinten rumgehen? Da kommen wir ja hin. Ich kann manchmal schon doof sein, ne? Ach, diese Musik. Gut. Die Kämpfe sind nun nichts wirklich, sagen wir mal, atemberaubendes. Weil die Viecher auch echt kacken leicht sind. Und trotzdem speichere ich, weil dieses Rumgeruckel im Kampf geht mir gerade hart auf die Nerven. Was macht denn meinen PC so lahm? Kriege ich eigentlich irgendwann mal eine Final Fantasy Aufnahme hin ohne Unterbrechung? Kann mir das mal jemand verraten? Also wie performance-technisch ist heute echt der Wurm drin. Ach, Menno, Menno, Menno. Da hinten laufen so unsere beiden Doofies. Total geile Musik immer noch. Ich werde aber auch nicht müde, das zu sagen. Alter! Okay, ich mache jetzt wirklich gleich eine kurze Unterbrechung. Tut mir wirklich leid, aber das kann so nicht weitergehen. Das ist ja grottig. Sag mal, warum stirbst du nicht? Geht's noch? Sag mal, Karis, wie schlecht bist du eigentlich geworden in all den Jahren? Wie schwach. So, machen wir den kaputt. Jetzt kriegt er Griff in den Sack. Und jetzt gehen wir da noch mal kurz nach Winhill rein. Noch mal hoch in dieses Haufen speichern da. So. Und hier sollen ja Monster sein. Nee, sind nicht. Gehen wir mal ins Haus rein, speichern, machen eine kurze Aufnahmeunterbrechung. Ich guck, warum die Scheiße ruckelt. Ah, ist das nervig. Alter. Es wird immer schlimmer mit Sekunde zu Sekunde, ne? Jetzt fängt mein PC auch noch voll an das Röhren gerade hier. Also hier vibriert gerade mein halbes Bett. Weil der Laptop gerade voll anfängt hier rum zu eiern. Ganz komisch. Also irgendwas, ne? Überprüfe ich gleich und ja. Hoffe, dass es danach dann um einiges besser geht. Werden wir sehen. Ich denke, auf jeden Fall. Wir haben ein Level abbekommen. Wunderbar. Einige schöne Items wieder. War das jetzt Carbuncle oder Quetzalcoatl? Schau mal kurz bei Quetzalcoatl rein. Es war Quetzalcoatl. Das machen wir mal, damit können wir Feuer erzeugen und den ganzen Schmarrn. Jetzt gehen wir mal kurz da oben speichern. So. Und der Ladebalken ist auch voll. So, wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder in, wenn es weitergeht bei Final Fantasy 8. Entschuldigung für die Unterbrechung. So sind wir wieder da. Nein, ich will das Spiel nicht verlassen. Hoffe, dass es besser läuft. Hab aber leider nichts gefunden, woran der Schmarrn liegen könnte. Aber wir gucken einfach mal, ne? So, da rein, jetzt wieder zu Rain, wir müssen ja Bericht erstatten. Wo ist er denn? Vielleicht oben? Was ist? Die Frauen sprechen gerade, wir sollten sie nicht stören.
Instinkt sagt mir, dass wir zuhören sollen. Rain, willst du nicht Onkel Laguna heiraten? Süß. So ein Typ? Der hat rumgewinselt, als er hergebracht wurde. Und ich durfte ihn pflegen. Obwohl er Journalist werden will, benutzt er unanständige Wörter. Über ernste Themen will er gar nicht sprechen und außerdem schnarcht und redet er im Schlaf. Aber ich mag Onkel Laguna über alles. Rain, Onkel Laguna und ich, wir wollen zusammenbleiben. Aber... Voll die weibliche Stimme, ne? Ich denke, dass er noch viel herumreisen möchte. Er ist nicht der Typ, der in so einem Dorf vergammelt. Es gibt halt solche Menschen. Irgendwie regt mich das auf. Magst du ihn nicht? Ich denke, genauso wie Alien. Hoch. Ach, das war Kiros. Kiros hat heute eine Frau. Willkommen daheim. Puh, wir sind gerade eben zurück. Ach, gehen wir erstmal zu Alien. Bericht erstatten. Süß. Hier so. Ich möchte jetzt Bericht erstatten. Das waren Wabbelwabbels und die Summsums. Insgesamt haben wir 27 Viecher besiegt. Gute Arbeit. Ich werde mal das Essen aufsetzen. Ich rufe euch dann. Wartet so lange im Zimmer. Ihr scheint müde zu sein. Ruht euch erstmal aus. Wabbel, wabbel und Sumsums. Essen, essen. Wir essen zusammen. Kiro ist auch mit uns. Ich, Rain, Laguna und Kiro. Wir essen zu viert. Kiro. Kiro ist auch süß. Dann gehen wir mal in unser Zimmer. Werden hier rausgeschickt. Zimmerarrest gibt es jetzt für Laguna. Oh lol. Erstmal nochmal Wabbel Wabbel um Sumsums erlegen. Und die Ruckler bleiben. Ganz komische Sache. Naja, vielleicht ist heute einfach nicht unser Tag. Wir werden jetzt trotzdem aufnehmen. So. Oh, fuck. Entschuldigung. Shit. So. Entschuldigung dafür. Ich habe hier gerade Mist gemacht. So. Ach so, ins Zimmer wollten wir, ne? Mann, wie viele Wabbel, Wabbel und Sumsums gibt's denn hier? Das ist nur ein Wabbel, Wabbel. Und Kiros landet hier ein Crit nach anderen. Bei der niedrigen Angriffskraft, die hat, kann er das auch ruhig tun. So, ein Spinnennetz, davon kriegen wir echt viele. Bin gespannt, ob wir die noch zu was anderes brauchen als Quistis Hyper Vibra. Auf jeden Fall weiß ich das nicht und werden wir bestimmt bald herausfinden. Kurze Sekunde, so. Wir speichern natürlich.
Nein, nicht koppeln, speichern, du Spaten. Jetzt ruhen wir uns aus, oder? Bisschen ausruhen. So, jetzt ist Pause angesagt. Was ist los? Ab und zu denke ich an etwas Furchtbares. Wenn ich aufwache, bin ich ganz woanders. Und Alien ist nicht mehr da. Und Rain auch nicht. Warum denke ich an sowas? Was ist los mit mir? Hoffentlich bin ich noch hier, wenn ich aufwache. Lieber Gott, lass mich auf diesem Bett aufwachen. Du hast dich wirklich verändert, Laguna. Alter, was ist denn heute los? Na jetzt! Alter, shit! Sekunde! Mein Mikro macht Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Sekunde. Nein, Mikro, sag mal. Neben technischen Problemen haben wir heute auch noch... Jetzt ist gut, hör auf da wegzudriften. Shit. Fuck! Ah! Nein, jetzt bleibst du... Nein! Hä? Hier stimmt was nicht. Naja. Ich denke, so passt. Hallo, Xel. Warst du wieder drüben? Jo. Wie geht's, Laguna? Keine Ahnung, habe ihn nicht getroffen. Es ist ja nicht so, dass ich alles über Ward weiß. Lagunas Trupp hat doch in Centra schwer was auf den Deckel bekommen, oder? Ja. Danach hat Ward angefangen, in so einer Art Gefängnis zu arbeiten. Ward langweilt sich zu Tode. Er träumt täglich davon, wieder mit Laguna in den Kampf zu ziehen. Das heißt, während wir gerade mit Ward und Kiros unterwegs waren, hat sich Cell mit unserem neuen Gefängniswärter Ward herumspaßen dürfen und war in einem Gefängnis als Wärterchen. Ich kann Ward verstehen, wenn er sagt, dass er sich zu Tode langweilt. Also, würde ich auch. Warum habe ich meine Maus jetzt in der Hand? Brauche ich doch gar nicht. Weg damit. Was ist das eigentlich für ein Phänomen? Und frag mich was anderes. So. Achso, ich muss steuern. Okay. Steuer. Die Frage ist natürlich, was wir alles jetzt noch anstellen müssen hier. Und machen müssen und tun müssen. Vor allem ist die andere Frage, wo in drei Teufelsnamen sind wir überhaupt? Wenn wir mal Quiz das, mit Selfie. Gefängnis bedeutet Ausbruch. Wenn, dann wollen wir es bunt haben. Wie kommt ihr auf Gefängnis? Würde ich gerne wissen. Quistis? Was wohl mit Squallis? Ob er auch hierher gebracht wurde? Du hast gesagt, Ward würde im Gefängnis arbeiten. Jo, genau. Dieser Ward ist doch ein Galbadianer, oder? Yep. Und er ist Soldat. Okay, die sagt alle nochmal das gleiche. Sie auch. Erstmal wird Selfie auf dem Schoß sitzen.
Die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt? Ich kann hier im Kreis rennen, es passiert nichts. Und sagt noch mit Rinoa. Ah, doch. Ich verstehe von all dem nichts. Aber wenn du doch nach drüben gehst, bist du doch Ward, oder, Xell? Dieses Mal ja. Kannst du dich an diesen Raum erinnern? Woher sollte ich denn... Hey, 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 das ist doch... Klar, König, hör zu. In diesem Gefängnis hat Ward gearbeitet. Er war beim Reinigungsdienst. Da waren viele ähnliche große Räume. 100 pro. Jetzt ist wieder Rino mit Quatschen dran. In Galbadia gibt's ein Gefängnis, wo politische Gefangene inhaftiert werden. Ich hab hier gerade Müll gemacht. Ich glaube, dass Ward hier gearbeitet hat. Und wir sind bestimmt auch in diesem Gefängnis. Ein versuchtes Attentat auf die Hexe. Logisch, dass wir im Gefängnis gelandet sind. Wir haben uns dem Präsidenten widersetzt. Wir werden hingerichtet. Diesen Präsidenten gibt's nicht mehr. Wohl wahr. Galbadia wird jetzt also von einer Hexe regiert. Was wird nun aus uns? Bestimmt nichts Gutes. Das stimmt wohl. Im Ernst, was wird nun? Und außerdem, wo ist dieser verdammte Irvine? Squall, wo bist du? Die Hexe hat ihn noch nicht etwa... Oh Gott, das war echt schlecht. Ich weiß gar nicht mehr, was war mit uns?